Malik Faisal Akram, pakistanischstämmiger Moslem mit britischem Pass, überfiel am 15. Januar die Schabbatfeier in der Synagoge von Colleyville nahe Dallas in Texas. Er nahm an diesem Samstagmorgen 4 Juden, darunter den Rabbi, als Geiseln und wollte damit die inhaftierte radikal-islamische Terroristin Afia Siddiqui, Lady Qaida genannt, freipressen. Sie sitzt wegen versuchten Mordes nur 37 Kilometer entfernt in der Haftanstalt von Fort Worth ein. Am Abend stürmte ein Spezialkräfteteam die Synagoge, alle Geiseln kamen unverletzt frei, der Geiselnehmer wurde erschossen. Am nächsten Tag, als alle Fakten schon seit 12 Stunden öffentlich bekannt waren, meldete die ARD-Tagesschau zur besten Sendezeit um 20 Uhr allen Ernstes: Geiselnehmer, ein 44-jähriger britischer Staatsbürger. Motiv unklar. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Im US-Bundesstaat Texas hat das FBI eine Geiselnahme in einer Synagoge gewaltsam beendet. Bei dem Einsatz sei der Geiselnehmer, ein 44 Jahre alter britischer Staatsbürger, erschossen worden, teilte die Polizei mit. US-Präsident Biden sprach Stunden später von einem terroristischen Akt. Das Motiv ist noch unklar. Täter ein Brite. Motiv unklar. Die ARD-Tagesschau flunkert ihre Zuschauer entgegen der Tatsachen dreist an. Mit diesem Framing haben die Redakteure des Ersten ganz bewusst die Möglichkeit offen gelassen, dass der Täter ein weißer, antisemitischer Nazi-Brite gewesen sein könnte. Passt ja auch ins derzeitige Mainstream-Narrativ, da ja der Rechtsextremismus laut Kanzler Scholz und Innenministerin Faeser die größte Bedrohung unserer Zeit sei. Eine glatte Propagandalüge, die im krassen Gegensatz zu den Fakten steht. Der radikal-islamische Terror ist mit weitem Abstand die größte Bedrohung. Die Tagesschau macht bei dieser Gehirnwäsche brav mit und verschweigt ganz bewusst, dass der Täter ein Moslem und das Motiv der politische Islam war. Dies gehört zu der typischen Verschleierungsstrategie unserer zwangsfinanzierten GEZ-Medien, die den Islam in Schutz nehmen, wo es nur geht. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang, dass die CDU Sachsen-Anhalt aktuell fordert, die ARD abzuschaffen, da dort häufig Minderheitenmeinungen stärker vorkommen würden als die Meinung der Mehrheit. Das ZDF reiche vollkommen als nationaler, gebührenfinanzierter Sender. Nun, das ZDF arbeitete in diesem Fall auch wirklich etwas objektiver und seriöser als das Erste. Bereits am Morgen übermittelte es die Information, dass der Geiselnehmer eine Gefangene mit mutmaßlichen Verbindungen zur Terrorgruppe Al-Qaida freipressen wollte, was auch im Heute-Journal um 19 Uhr zur Sprache kam. Aber die ARD nahm mit ihrem Lückentext mal wieder eine ganz bewusste Meinungsmanipulation vor. Das Erste kann sich auch nicht auf blöd stellen, denn durch die milliardenschwere Gebührenfinanzierung gibt es in vielen Ländern Hauptstadtstudios, natürlich auch in Washington. Bereits um 9.25 Uhr berichtete Sebastian Hesse vom dortigen ARD-Studio, dass der Geiselnehmer eine Islamistin freipressen wollte und es sich um Afia Siddiqui handelt, eine pakistanische Staatsbürgerin, die wegen terroristischer Aktivitäten eine Haftstrafe von 86 Jahren in einem texanischen Gefängnis verbüße. Siddiqui sei wegen ihres Mordversuchs an amerikanischen Soldaten eine Art Berühmtheit in islamistischen Kreisen geworden. US-Boulevardmedien hatten ihr den Spitznamen Lady Qaida gegeben. All diese wichtigen Informationen wurden später den Millionen Zuschauern der Tagesschau mit klar berechnendem Kalkül vorenthalten. Die Korrespondentin Julia Kastein, ebenfalls vom ARD-Studio Washington, hatte am Sonntagnachmittag um kurz nach 4:30 noch ergänzt, dass bereits im Jahr 2012 Kämpfer des Islamischen Staates versucht hatten, Afia Siddiqui freizupressen, indem sie den US-Journalisten James Foley in Syrien als Geisel nahmen und schließlich enthaupteten. In dem ARD-Online-Artikel ist auch der republikanische Senator Lindsey Graham zitiert. Habe ich es nicht gesagt, dass sich hier ein perfekter Sturm zusammenbraut? Das Erstarken des Terrorismus, weil die Taliban wieder in Afghanistan regieren.
Al-Qaida macht da, was es will. ISIS geht es auch wieder gut und unsere Grenzen sind kaputt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein paar Terroristen hierher kommen und Amerikaner töten. Diese Aussage kann man im Übrigen auch 1:1 auf Deutschland übertragen. So etwas will man hier im Erziehungsfernsehen aber nicht hören. Und so sendeten selbst die ARD-Tagesthemen um 23.15 Uhr ihre Desinformation mit dem gleichen Framing wie um 20 Uhr in der Hauptsendung. Täter, ein 44 Jahre alter britischer Staatsbürger, terroristischer Akt, Motiv unklar. Die ARD zog ihre Täuschung also eiskalt durch jede Nachrichtensendung durch. Fakten egal. Was zählt, ist nur die richtige Gesinnung. Auf diese Weise wird das Volk ganz bewusst hinters Licht geführt, damit sich bloß keine islamkritische Einstellung entwickelt und die unkontrollierte Massenzuwanderung aus islamischen Ländern ungestört weitergehen kann. Sehen wir uns jetzt genauer an, wen der pakistanischstämmige Moslem Malik Faisal Akram mit seiner Geiselnahme freipressen wollte. Afia Siddiqui, ebenfalls Pakistanerin, in Karachi geboren, die Eltern streng islamgläubig, aber auch bildungsorientiert. Ihr Vater, ein in England ausgebildeter Arzt, ihre Mutter mit dem General Mohammed Zia-ul-Haq befreundet, einem strengen Moslem, der Pakistan zwischen 1977 und 1988 als Präsident regierte und eine umfassende Islamisierung des öffentlichen Lebens, der Politik und des Justizsystems durchführte. Die Scharia wurde durch ihn zum festen Bestandteil des pakistanischen Alltags. Also eine strenggläubige Familie, in der Afia Siddiqui aufwuchs. Auch der Bruder ihrer Mutter, in Islamabad lebend, ist ein fundamentaler Moslem. 1990 folgte Afia Siddiqui als 18-Jährige ihrem älteren Bruder in die USA. Sie schloss ein Studium der Neurowissenschaften mit Promotion ab. Ihr Bruder lebt als Architekt in Houston, ihre Schwester arbeitete nach ihrem Harvard-Abschluss als Neurologin am Sinai-Krankenhaus in Baltimore, bis sie, ebenfalls äußerst islamgläubig, nach Pakistan zurückkehrte. 1995 wurde Afia Siddiqui per Telefon mit dem Anästhesisten Amjad Mohammed Khan verheiratet, den sie nie zuvor gesehen hatte. In dieser Zeit sammelte sie in Chicago Spenden für Kriegsopfer in Bosnien, Afghanistan und Tschetschenien. Sie hielt engagierte Reden in Moscheen und prangerte das scheinbare Unrecht gegen Moslems an. Die angeblichen Wohltätigkeitsorganisationen, für die sie die Gelder akquirierte, hatten Verbindungen zum Terror. Mercy International Relief beispielsweise war in die Anschläge gegen die US-Botschaft 1998 in Nairobi, Kenia und Dar es Salaam, Tansania, verwickelt. Drei andere Organisationen hatten Verbindungen zu Al-Qaida und wurden in den USA verboten. In Boston gründete Afia Siddiqui mit ihrem Mann 1999 das Institute of Islamic Research and Teaching, Institut für islamische Forschung und Lehre. Ganz offensichtlich machte der größte Terroranschlag des politischen Islams am 11. September 2001 großen Eindruck auf Afia Siddiqui. Im Mai 2002 befragte das FBI sie und ihren Mann, nachdem diese für $10.000 Nachtsichtgeräte, schusssichere Westen und militärische Handbücher gekauft hatten, darunter das Arsenal des Anarchisten. Sie behaupteten, dass sie die Ausrüstung für Jagd- und Camping-Expeditionen gekauft hätten. Natürlich. Märchen aus 1001 Nacht. Und Allah ist der größte Listenschmied. Ihr Mann berichtete später, dass Afia Siddiqui unbedingt nach Afghanistan auswandern wollte. Sie hätte behauptet, dass die US-Regierung muslimische Kinder entführen und zum christlichen Glauben bekehren würden. Afia wollte in den Dschihad nach Afghanistan gehen. Für ihren Mann hatte sie eine Arbeit in einem Krankenhaus in der Provinz Zabul arrangiert. Amjad Mohammed Khan weigerte sich aber, denn er wollte lieber bei seinem guten Arbeitsplatz in den USA bleiben. Es habe einen bösartigen Streit gegeben, sie sei hysterisch geworden, habe mit den Händen auf seine Brust geschlagen und um die Scheidung gebeten. Schließlich reisten die beiden im Juni 2002 nach Pakistan aus. Im Oktober wurde ihre Ehe letztlich doch geschieden. Ihr Ex-Mann sagte, dass ein Grund für die Trennung aus seiner Sicht die weitere Radikalisierung seiner Frau gewesen sei. Sie habe eine gewalttätige Persönlichkeit und extremistische Ansichten entwickelt.
Er glaubte, dass sie an Dschihad-Aktivitäten beteiligt sei. Afia Siddiqui heiratete bald wieder, und zwar Majid Khan, der Terrororganisation Al-Qaida angehört und bis heute in Guantanamo einsitzt. Er ist der Neffe des 9-11-Planers Khalid Sheikh Mohammed. Zwischendrin reiste Afia Siddiqui nochmals in die USA, angeblich zur Stellensuche, und eröffnete ein Postfach für ihren Mann. Ein Schlüssel zu diesem Postfach wurde später bei Usai Paracha gefunden, der wegen materieller Unterstützung von Al-Qaida zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Afia Siddiqui noch einen zweiten Ehemann, Amar al-Baluchi, auch bekannt als Ali Abdul Aziz Ali, der beschuldigt wird, die Anschläge vom 11. September unterstützt zu haben, als Kurier für Osama bin Laden zu fungieren und den Absturz eines mit Sprengstoff beladenen Flugzeugs in das US-Konsulat in Karachi zu planen. Auch er ist ein Neffe des 9-11-Planers Khalid Sheikh Mohammed und ein Cousin von Ramzi Youssef, dem Organisator des Bombenanschlags auf das World Trade Center von 1993. Ein tiefer Sumpf von Terror also, in dem sich die Muslimin Afia Siddiqui bewegt hat. Wieder zurück in Pakistan verlor sich ihre Spur zunächst im März 2003. Sie soll im Auftrag von Osama bin Laden Anschlagspläne entwickelt haben. Im Mai 2004 listete sie der US-Justizminister John Ashcroft unter den 7 meistgesuchten Al-Qaida-Flüchtlingen auf. Er beschrieb sie als bewaffnet und gefährlich, sowie als terroristische Vermittlerin, die bereit sei, ihre Ausbildung gegen Amerika einzusetzen. Al-Qaida-Mom titelte die New York Post Lady Al-Qaida. Afia Siddiqui galt zu dem Zeitpunkt als die meistgesuchte Frau der Welt. Durch Recherchen des Guardian kam heraus, dass sie 5 Jahre lang im Militärgefängnis Bagram in Afghanistan eingesperrt war. Yvonne Ridley, eine zum Islam konvertierte Aktivistin, berichtete, dass Siddiqui die graue Frau von Bagram war. Eine gespenstische Inhaftierte, die Gefangene mit ihrem eindringlichen Schluchzen und durchdringenden Schreien wachgehalten habe. 2005 seien männliche Gefangene von dem Geschrei so aufgebracht gewesen, dass sie 6 Tage lang in einen Hungerstreik getreten seien, damit das aufhöre. Kaum war Afia Siddiqui im Jahr 2008 wieder auf freiem Fuß, nahm sie die afghanische Polizei erneut fest. In Ghazni, einer staubigen Stadt 80 Kilometer südlich von Kabul, hatte sie Unterlagen über einen großen Anschlag mit Massenopfern in New York bei sich. Ziele waren das Empire State Building, die Freiheitsstatue, die Wall Street und die Brooklyn Bridge. Bei den Unterlagen waren auch Notizen zum Bau von schmutzigen Bomben. Außerdem hatte sie eine Sammlung von Gläsern und Flaschen mit chemischen und gelartigen Substanzen bei sich. Die Polizei vermutete, dass sie eine Selbstmordattentäterin ist. 2 FBI-Agenten und 4 Mitglieder einer US-Spezialeinheit wollten die ihnen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Person befragen. Sie wurden in der Polizeiwache der Stadt in einen schlecht beleuchteten Raum geführt, der durch einen gelben Vorhang getrennt war und in dem afghanische Beamte waren. Die Frau wartete bereits hinter dem Vorhang, was die Amerikaner nicht wussten. Ein Soldat setzte sich und legte sein M4-Gewehr neben dem Vorhang auf den Boden. Augenblicke später war es weg. Afia Siddiqui sprang vor und richtete die Waffe auf den Beamten. Ein Übersetzer stürzte sich auf sie, aber zu spät. Laut Bundesanwaltschaft schoss sie 2-mal und schrie: "Haut von hier ab! Allahu Akbar!" Glücklicherweise wurde niemand getroffen. Als der Dolmetscher mit der Frau rang, zog ein anderer Soldat seine Pistole, feuerte und traf sie in den Unterleib. Sie ging zu Boden, trat immer noch um sich und schrie: "Ich werde euch Amerikaner alle töten. Ihr werdet durch mein Blut sterben. Allahu Akbar." Dann wurde sie ohnmächtig. Durch die schnelle medizinische Versorgung auf dem Flughafen Bagram überlebte sie ihre schweren Verletzungen. Als sie genesen war, wurde sie in einem FBI-Jet nach New York geflogen, wo sie in 7 Anklagepunkten wegen Körperverletzung und versuchten Mordes zu 86 Jahren Haft verurteilt wurde.
Al-Qaida rief im Jahr 2010 offiziell dazu auf, Siddiqui zu befreien und sich an ihren Peinigern zu rächen. In dem Aufruf zitierte die radikal-islamische Terrorgruppe auch die einschlägigen Koranverse 291 und 95, in denen es um das Töten von Ungläubigen geht. Al-Qaida forderte alle Moslems auf, die Amerikaner und ihre Kreuzfahrerverbündeten zu bekämpfen. Moslems sollten Soldaten des Islams werden und in den Dschihad gegen die Ungläubigen gehen. Der Aufruf von Al-Qaida schloss mit den Worten: Und unser letztes Gebet ist, Allah zu loben, den Herrn der Welten, und Allahs Gebet und Friede auf unseren Meister Mohammed und auf seine Familie und Gefährten. Neben dem bereits erwähnten Freipressungsversuch 2012 durch Terroristen des Islamischen Staates forderten im Januar 2013 Geiselnehmer von Al-Qaida des Islamischen Maghreb in Algerien ihre Freilassung im Austausch mit zwei US-Geiseln. Außerdem wollten sie die Freilassung von Omar Abd al-Rahman erzwingen, der hinter dem Anschlag auf das World Trade Center von 1993 stehen soll. 2014 forderten Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat, die die 26-jährige Menschenrechtsaktivistin Kayla Möller im August 2013 im syrischen Aleppo entführt hatten, als sie ein Ärzte ohne Grenzen Krankenhaus verließ, ebenfalls die Freilassung von Afia Siddiqui. Als dies von den USA abgelehnt wurde, wurde Kayla Möller von Dschihadisten des Islamischen Staates gefoltert und mehrfach vergewaltigt, auch vom Anführer des Islamischen Staates, Abu Bakr al-Baghdadi. Dann wurde sie getötet. Seit 14 Jahren ist Afia Siddiqui eine Galionsfigur für den Kampf gegen den scheinbar unrechten Westen und seine Verbündeten. Bis heute wird sie in den USA, Pakistan und anderen islamischen Ländern für ihre Freilassung demonstriert. Hinter dieser Geiselnahme in der Synagoge von Colleyville scheint auch ein Netzwerk zu stehen. Einen Tag nach dem Anschlag hat die britische Anti-Terror-Polizei zwei junge Männer im Süden Manchesters festgenommen. Es wird möglicherweise nicht der letzte Versuch gewesen sein, Afia Siddiqui zu befreien. Sie könnte mit ihren naturwissenschaftlichen Kenntnissen für Al-Qaida und den Islamischen Staat wichtig sein, um einen großen Terroranschlag durchzuführen.